Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Olaf Müller-Michaels. Ich bin Professor für Wirtschaftsrecht an der FOM-Hochschule in Düsseldorf. Und ja, ich freue mich erstmal ganz besonders. Ich habe gestern gesehen, dass 1000 Abonnenten meinen Kanal abonniert haben. Ganz herzlichen Dank an alle, die den Kanal abonniert haben. Das ist natürlich für mich jetzt auch nochmal eine Motivation, in nächster Zeit wieder mehr Videos zu machen. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt gerade als in Anführungszeichen 1000 Abonnenten-Special vielleicht was ganz Grundlegendes mit Ihnen mache, nämlich mich ein bisschen mit der Subsumptionstechnik beschäftige oder überhaupt mit der Frage, wie man in der Rechtswissenschaft Fälle löst. Und dazu habe ich eine Reihe an Videos geplant und anfangen möchte ich heute mit dem Thema Subsumptionstechnik. Denn das ist ja etwas, was jeder Jurist, jede Juristin ständig braucht und natürlich wissen auch viele ungefähr, worum es geht, aber ich finde, ich kann vielleicht noch mal das schnell zusammenfassen in ein paar Minuten und Ihnen auch so ein bisschen ja vielleicht die Perspektive geben, dass es nicht nur in Deutschland so gemacht wird, sondern dass es auch zum Beispiel in den USA in den Law Schools ähnlich unterrichtet wird. Also das ist für Juristen weltweit ein Kommunikationsmedium, wie wir an Probleme herangehen. Okay, also fangen wir mal an. Die Mindmap können Sie wie immer herunterladen. Ich verlinke Ihnen die. Fangen wir mal an mit dem, was ich hier aufgeführt habe, nämlich vielleicht Subsumptionen kennen wahrscheinlich viele schon, die ein bisschen Jura studiert haben. Aber das IREC dahinter, das ist praktisch die amerikanische Übersetzung von Subsumption. Das ist das, was wie es an US Law Schools gelehrt wird. Und wenn man jetzt sieht, in Deutschland ist es ja so, wir lernen immer, Subsumptionstechnik besteht aus 4 Schritten oder manche sagen auch aus 3 Schritten. Aber das erste ist erstmal, dass man sich die Fragestellung vor Augen führt. Zum Beispiel hat der A gegen den B einen Anspruch. Wir sehen das gleich. Dann Obersatz, dass man die gesetzliche Norm findet, die diesen Anspruch geben könnte. Dann, dass man diese Norm interpretiert. Dann, dass man den Untersatz bildet, dass man also den Sachverhalt unter die Rechtsnorm fasst. Und am Ende die Schlussfolgerung und damit, dass man die Frage beantwortet, endet dann die Subsumption. Und ja, im angloamerikanischen Rechtsraum wird das Ganze als IREC bezeichnet, Issue, Rule, Application, Conclusion, kann man sich, glaube ich, auch ganz gut merken. Und starten wir mal mit der Fragestellung und dazu werde ich auch noch ein eigenes Video produzieren, auch relativ kurz, aber ich habe das in den Vorlesungen gemerkt, dass das für viele doch hilfreich ist. Und wie sieht es eigentlich aus mit den 3 großen Rechtsgebieten? Was sind da eigentlich die Leitfragen, die einen immer wieder beschäftigen? Und wenn man ins Zivilrecht guckt, ist ganz klar die Leitfrage, ob der A gegen den B oder ob die A gegen den B einen Anspruch hat. Das ist die entscheidende Frage. Wir reden ja vom Anspruchssystem, von Anspruchsgrundlagen. Das heißt, es geht in den allermeisten zivilrechtlichen Falllösungen um die Frage, ob A gegen B einen Anspruch hat. Im Strafrecht ist die Leitfrage dagegen eine andere. Da geht es um die Frage, ob sich A strafbar gemacht hat. Und dann prüft man das anhand eines Aufbauschemas, was Sie wahrscheinlich kennen. Gibt es nochmal ein separates Video zu. Und dann im öffentlichen Recht ist die Leitfrage häufig die, ob die staatliche Maßnahme rechtmäßig ist. Auch dazu gibt es ein ganz grundlegendes Prüfungsschema, das ich Ihnen auch in meinem Video zum Verwaltungsakt erläutert habe. Da können Sie dann auch noch mal gucken, aber wie gesagt, ich werde auch diese Leitfragen noch mal in einem separaten Video ein bisschen mehr ausfalten. Wenn man also diese Leitfragen hat, dann muss man sich im nächsten Schritt überlegen, was ist eigentlich die Rechtsnorm, die mir das gibt? Und da ist es dann so, dass man anfängt, sich mit den gesetzlichen Vorschriften zu beschäftigen. Das ist für Juristen ganz essentiell, dass man jetzt nicht anfängt, irgendwie herumzuerzählen, sondern dass man sich eine Rechtsregel raussucht. Und meist steht die im Gesetz, manchmal steht die natürlich auch in Verträgen, das kann auch sein. Aber ich rede hier jetzt mal vom Normalfall. Und im Normalfall findet man die Rechtsregel, die die Fragestellung beantworten kann, im Gesetz. So, und jetzt, wie gehe ich mit dem Gesetz um? Und dazu habe ich ja auch schon ein Video gemacht, was die Interpretationsmittel und Prinzipien angeht, Grundprinzipien des rechtswissenschaftlichen Arbeitens, heißt das Video. Für die Klausur ist es meist gar nicht mal so entscheidend, dass man die richtigen Interpretationsmittel und Prinzipien anwendet, denn das ist mehr was für wissenschaftliche Arbeiten, aber dass man die richtigen Interpretationsmethoden anwendet. Oder wir Juristen sprechen von Auslegungsmethoden. Das heißt, ich muss jetzt, um später den Sachverhalt darunter zu subsumieren, unter die Rechtsnorm, muss ich das Gesetz auslegen. Und es gibt 4 Auslegungsmethoden. Wie gesagt, auch dazu gibt es nochmal ein separates Video, nämlich Wortlaut,
Geschichte, Systematik, Zweck des Gesetzes, auch als teleologische Auslegung bezeichnet. Und dann, wenn das Gesetz nach dem Wortlaut überhaupt nicht passt, dann muss man in die Rechtsfortbildung einsteigen. Und da sind die beiden wesentlichen Instrumente Analogie und teleologische Reduktion. Wie gesagt, dazu werde ich noch wahrscheinlich in der nächsten Woche ein Video veröffentlichen. Ist ja praktisch die Grundtechnik, mit der wir Juristen mit unseren Texten arbeiten. So wie wir das aus dem Deutschunterricht ja früher bei der Gedichtinterpretation, nur dass es da viel schwieriger ist, weil es da keine Einigkeit gibt. Aber unter Juristen gibt es doch eine sehr starke Einigkeit darüber, wie man Gesetze auslegt. So, und wenn man dann mehr Zeit hat, in der Praxis arbeitet oder in der Hausarbeit, dann benutzt man zur Interpretation, weil man ja nicht der Erste ist, der sich damit beschäftigt hat, Rechtsprechung und Literatur. Und dann geht man nach den Prinzipien der Transparenz, Systematik und Objektivität weiter vor. So, dann hat man also diese Norm ausgelegt und wenn man das gemacht hat, dann ist der nächste Schritt, dass man die Rechtsnorm anwendet auf den Sachverhalt. Also man muss, und das ist die große Schwierigkeit an der Juristerei, wenn man einmal das System verstanden hat, das ist natürlich auch wichtig, dass man dann eine vernünftige Balance findet zwischen der Auslegung und der Anwendung des Sachverhalts, also zwischen der Interpretation des Obersatzes und dem Untersatz, der Anwendung der Regel auf den konkreten Fall. Und deswegen, man muss, ich glaube, beim Larenz heißt das so schön in der Methodenlehre, dass man den Blick hin und her schwanken lassen muss. Es ist nicht ganz objektiv, wie man die Regel interpretiert, sondern man interpretiert die Regel, also der zweite Schritt, dann guckt man natürlich immer schon auf das, was man als Sachverhalt hat. Man bemüht sich also, den Obersatz so zu interpretieren, dass man am Ende den Sachverhalt darunter subsumieren kann oder eben auch nicht. Das heißt, es ist ein Hin- und Her-Wenden des Blicks zwischen dem Sachverhalt und der Rechtsnorm, in der man immer weiter an die richtige Interpretation der Rechtsnorm herankommt, bis man die Rechtsnorm so weit interpretiert hat, dass man den Sachverhalt ohne weiteres darunter fassen kann. Das heißt, das ist jetzt wichtig auch für Ihre Klausuren. Es ist ein ganz schwerer methodischer Fehler, wenn man schon in der Interpretation des Obersatzes der Rechtsregel Sachverhaltselemente mit reinnimmt. Das lese ich relativ häufig. Das sollte nicht passieren. Denn man muss zwar gucken auf den Sachverhalt und überlegen, was brauche ich denn im Obersatz, aber man darf nicht Argumente aus dem Sachverhalt benutzen, um den Obersatz zu interpretieren. Das wäre methodisch nicht zulässig. Das heißt, interpretieren Sie die Rechtsnorm oder die Tatbestandsmerkmale, je nachdem, dieser Rechtsnorm so, dass Sie am Ende darunter den Untersatz fassen können. Das ist also dann logisch zwingend ist oder sehr einfach, dass man sehr klar sagen kann, dass der Sachverhalt unter die Rechtsnorm passt oder eben nicht. Und wenn Sie das haben, dann ist es wichtig, dass man am Ende dann auch tatsächlich das Ergebnis festhält. Das ist dann das, was man als Schlussfolgerung bezeichnet. Und das vergessen leider auch viele. Und das ist natürlich nicht schön, wenn man sich sehr viel Mühe bei der Interpretation, bei der Subsumption gegeben hat und dann am Ende die Krönung, nämlich das Ergebnis, vergisst. Das heißt, man muss dann tatsächlich, was heißt denn eigentlich Schlussfolgerung oder Conclusion? Das heißt, dass man die Frage, die man oben aufgeworfen hat, dann tatsächlich auch mit einem Satz beantwortet. Das heißt, wenn ich oben die Frage gestellt habe, hat A gegen B einen Anspruch, dann muss unter Schlussfolgerung oder Conclusion stehen, der A hat gegen B einen Anspruch oder hat eben keinen Anspruch. Das erwarte ich da. Oder wenn die Frage ist, ob ein Verwaltungsakt rechtmäßig ist, dann muss am Ende stehen, der Verwaltungsakt ist rechtmäßig oder er ist rechtswidrig. Das ist dann die Schlussfolgerung und das Ende dann der juristischen Fallprüfung. Okay, das war es eigentlich schon für dieses Video. Nochmal kurz zusammengefasst, die Subsumptionstechnik besteht aus 4 Schritten. Amerikanisch als IREC bezeichnet, Issue, Rule, Application, Conclusion. Auf Deutsch Frage, Obersatz, Untersatz, Schlussfolgerung. Und wichtig ist, dass man alle diese Punkte abarbeitet, aber auch sauber auseinanderhält. Der Kern einer juristischen Falllösung liegt in dem Obersatz.
Also in der Frage, wie ich gesetzliche Vorschriften interpretiere. Und dabei muss ich eben schon darauf achten, was für ein Sachverhalt ich eigentlich habe. Nicht, dass ich mir die Rechtsvorschrift einfach abstrakt interpretiere, ohne dass ich auf den Sachverhalt gucke. Auf der anderen Seite darf ich aber auch nicht den Fehler machen, dass ich den Sachverhalt schon in die Interpretation, also in den Schritt 2, in den Obersatzschritt reinpacke. Okay, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss.